Beim letzten Mal in Final Fantasy VII Remake. Wollen wir uns nicht doch noch mal unterhalten? Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Welcher Plan? Ich weiß davon ja nichts. Ja, gut auf meine Leute auf. Und nun zurück zur Sprech. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Final Fantasy VII Remake. Tja, beim letzten Mal sind wir hier in den Slums ziemlich seltsamen fremden Wesen begegnet, wo wir noch nicht so richtig wissen, was es mit denen auf sich hat. Also auch unsere ganze Crew war ein bisschen verwundert darüber, was denn da abgeht. Mal schauen, wann wir Antworten bekommen. Aber das führte auch dazu, dass es Verletzte gab. Und naja, Cloud ist zurück im Spiel. Wir haben den Auftrag jetzt doch noch bekommen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Reaktor 5. Und ja, wie es aussieht, werden wir auch diesen sprengen wollen. Wir haben hier Tifa bei uns. Und mal schauen, ob sich noch weitere unserer Party direkt anschließen. Ich möchte auch mal ein bisschen ausprobieren, mit Tifa zu kämpfen. So, die ersten Versuche haben eigentlich echt Spaß gemacht, weil sie scheint ein ziemlich, schnelleres Gameplay zu haben als Cloud selbst. Aber wir werden sehen. Dazu werden wir in dieser Folge sicherlich noch kommen. Leute, die heute auf die Platte fahren? Ja, heute Morgen habe ich ein paar Angestellte von Shinra gesehen, die in den Zug gestiegen sind. Oh. Okay, hier können wir irgendwo. Ah, hier gibt's was. Ich werde die Waren, die du kaufst, als Favoriten des Alleskönners ausschreiben. Die werden weggehen wie nichts. Jetzt bin ich schon ein Marketingobjekt. Na prima. Was kann ich denn hier kaufen? Barrett's Theme. Musik, hä? Okay. Nehmen wir das doch glatt mal mit. Was habe ich denn an Geld? Will ich noch ein paar Phönixfedern mitnehmen? Ich weiß nicht. Also eigentlich sieht es ganz gut aus. Von dem, was wir im Angebot haben, haben wir eigentlich insgesamt doch noch einiges bei uns. Also würde ich sagen, gehen wir weiter. Komm schon, Kumpel. Ich streichle dich auf. Haben wir hier noch irgendwo was liegen? Zur Arbeit. Komme, was wolle. Sieht nicht so aus. Oh, was machst denn du hier? Solltest du nicht eigentlich woanders stehen? Hallo, Cloud. Hi. Die Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Ja, danke. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, mache ich natürlich gern. Ich frage mich nur trotzdem, was treibst du hier? Ja, gut. Aber was Neues hast du scheinbar nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wir sind auf dem Weg zu Reaktor 5, da wirst du bestimmt was kriegen. So, das heißt, wir sollen in den nächsten Zug einsteigen, oder was? Barrett wartet hier schon auf uns. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ja, bin immer bereit. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und der Zug ist zu spät, oder was? Da haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Na gut. Schien mir nur jetzt irgendwie nicht so sehr überzeugt hier, der Kollege. Mal schauen. Gesundheit. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung.
Unser Ziel ist Reaktor 5. Wieso machen wir das öffentlich? Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Na, hoffentlich. Na, nervös, Tifa? Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Okay. Abfahrt Richtung Sektor 4. Ja. Also wir latschen jetzt einfach so ein bisschen durch den Zug, wie es aussieht. Hast du was zu sagen? Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich hier durch? Ne? Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Das kann ich mir vorstellen. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Okay. Na dann, schauen wir mal. Der sitzt doch ganz gemütlich hier. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Ähnlich reagiert mal jemand drauf. Die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Barrett reißt dich zusammen. Wir fliegen auf hier, Junge. Willst du, dass wir auffliegen? Ja, ist klar. Das war jetzt auch sehr unauffällig, ja. Das, aber da liegt Materie. Wieso liegt da Materie? Einfach so rum. Und keiner reagiert? Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Nicht? Schade. In den Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Lassen Sie mich bitte allein. Ist ja gut. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Werde ich schon nicht, keine Panik. Mit dir alles gut? Guckt weg, mag mich nicht. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso das? Was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Was hast du denn? Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Na klasse. Nein! Na super. Was los? Mir nach! Holy shit, was? Na, die gehen ja sehr sanft vor. Verstanden. Okay, ja, kein Problem, mach mal. Ich hätte gerne mal eine Analyse, mit was ich hier zu tun habe. Wirksam Schock, ja, okay. Na gut.
Hm. Gut, okay. Na, dann können wir ja mal hier Impulshieb. Ich hab solche Angst. Mach Hilfe, wenn dir was an deinem Leben liegt. Jawohl! So, da kommen wir doch ganz gut durch hier. Ist zwar ein bisschen beengt, aber... Ach, hier sind noch welche. Aha. Okay. Dann... Auch ihr geht noch drauf. Nee, doch, ich gehe mal nicht ins Limit. Ich bleibe mal beim Impulshieb, der hat gut funktioniert, ja? Okay, 2 Minuten irgendwas. Das heißt, ich muss in der Zeit was genau machen? Hier durch die Kämpfe durch sein oder was? Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind wir sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Kein Ende. Einer raus, 2 kommen nach. Ja, toll. Jetzt haben wir denen in die Hände gespielt, ha? Wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf wie Bigs Plan E. Na dann hau drauf. Ich gehe zuerst. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Tiefer. Tja. Willkommen im Helix-Tunnel, würde ich sagen. Tifa, bereit? Na klar. Okay, jetzt können wir doch bestimmt auch mal wechseln, oder? Dann übernimm. Genau so ist das, sehr schön. Ah, vergiss es, wer zielt denn da auf mich? Aue, scheiße. Nee, ich glaube, so wird das nicht. Hier gegen die braucht man Cloud. Komm schon. Na also, das wollte ich doch sehen. Ja. Vergiss es, Alter. Kannst du knicken? Jawoll! So, nächster bitte. Aha. Alles geben. Keine Chance. Jetzt gebe ich alles. Das ist bestimmt Barrett. Ja, das klingt so. Warte mal, ich kann mich da drüben ausruhen. So eine gute Idee. Gut, haben wir hier noch irgendwas Schönes, was wir sonst nicht hätten kaufen können? Ja, spontan sieht es nicht so aus. Eine Eisenreif brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ach, will ich so ein Talisman? Ich weiß es nicht.
Pfeilen, Glut, Frost, Gewitter, Ausweich, Rundumschlag. Ja, gut, das habe ich ja alles schon, ne? Gut, dann weiter Richtung Barrett, würde ich sagen. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Keine Ursache. Du hast ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Okay. Ja, besonders schwer wirkt sie wirklich nicht. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt! Gewährt den Dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl! Okay. Die haben uns also die ganze Zeit auf dem Schirm. Helix-Tunnel Abschnitt C. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Na, kommen schon die ersten Gegner und hier fahren noch Züge. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bitte Verstärkung! Genau so! Genau so! Der Feind ist geschwächt! Ah, shit. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mitbekommen. Also mit Y4 tiefer einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagsturm werden. Aha, nach Einsatz eines entfesselten Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfähigkeit um 1. Mhm. Na gut, schauen wir mal. Überlass das mir! Gewonnen! So, kann sie eigentlich was mit Gift? Ja, also an sich, muss ich sagen, macht Spaß mit Tifa. Finde ich auch. Und reißt mir den Satz jetzt bloß nicht aus dem Kontext. Tja, sollten wir uns mal auf den Weg machen und Barrett finden, oder? Nicht, dass der da Mist baut. Sehe ich nämlich gar nicht ein. Ja, ist ja gut. Was? Ja, ich bin doch unterwegs. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Haltet euch! Ja, hält die Pimpe da! Ja, ich bin noch unterwegs. Ja. Ja, bitte schaut mal! Aber was? Die Treppe da? Die hier? Ja, kommen wir drüben rüber, ha? Und dann wieder runter. Ja, sehr schön. Rathaufen! Oh nein, er sitzt fest! So klang das jetzt aber gerade nicht. Barrett! Oh, jetzt habe ich Barrett hier. Gut, das war jetzt eigentlich gar nicht der Plan. Ich wollte eigentlich noch eine Runde mit Tifa draufhauen. Ja, gegen die Drohnen ist das, glaube ich, nichts. Nicht übertragen. Okay. Jawohl. Jetzt kann ich doch eigentlich auf Cloud wechseln, wenn jetzt hier Schock ist und... Genau, dann kann ich jetzt drauf gehen. Cloud war jetzt nur leider zu weit weg. Aber das könnte ja auch eine Idee sein, dann passend zu wechseln. Ja, im Moment schon. Unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Glaube ich nicht. Was denkst du? Nee. Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Da habe ich aber meine Zweifel dran.
Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? So, kommt zum Punkt. Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Ja, da muss ich ihm zustimmen. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir... Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Na toll. Stamp zeigt den Weg, ne? Huh? Okay. Ein Kilometer laufen. Na gut. Ich glaube, das ist machbar. Kann ich eigentlich... Ich müsste mal... Finra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Clever. Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Das schaffst sogar du. Alles geben. Gut. Also, ich müsste mal gucken, ob man irgendwo festlegen kann, dass man automatisch zu einem anderen Charakter bei Kampfbeginn wechselt. Ist das möglich? Falls ja, haut's mir mal in die Kommentare. Aus dem Weg! Ich leg los! Ich zähl auf dich! Ja, so dass ich zum Beispiel festlegen kann, okay, pass auf, bei Kampfbeginn möchte ich gern automatisch mit Barret oder Tifa beginnen. Anstatt immer mit Cloud. Muss ich mal gucken. Mal Waffenmodifikation. Cloud-Anführer, okay. Kann ich da irgendwie was machen? Was dran ändern? Kampfeinstellungen. Aha. Das heißt, ich müsste jetzt mit Tifa starten im nächsten Kampf. Nur mal so testweise. Dann hat sich schon erledigt, dann müsst ihr das nicht in die Kommentare hauen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Hm.
Ja, passt, alles klar. Okay, ich meine, Tifa ist vielleicht für diese Situation jetzt nicht die beste Wahl gewesen, aber ich weiß jetzt zumindest, dass es funktioniert. Oh, Barret ist aber manchmal auch träge. Oh, das wird hier nicht. Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. Sehr gut. Ja. Was ist denn hier los? Warte mal. Ich hätte mal eben gern einen Supertrank. Auf Cloud. Erstmal. Schwertsturm. Und wir gehen mal auf, weiß ich nicht. Ist eigentlich egal. Ja, komm. Okay, jetzt könnten wir eigentlich gleich nochmal... Scheiße. Ich muss ein bisschen aufpassen, Tifa und Barret sind auch nicht mehr so fit. Oh. Das lohnt sich doch gar nicht mehr, oder? Hätte besser lassen können. Gut, dann verteilen wir mal ein paar Heiltränke. Davon haben wir ja genug. Gut. Okay. Gut, dann werde ich den Anführer erstmal wieder zurücksetzen, weil wir es hier unten mit Gegnern zu tun haben, wo uns Tifa nicht so viel bringt. Habe ich zumindest das Gefühl im Moment. Wir gehen mal wieder auf Cloud. Aber ich weiß zumindest jetzt, dass es funktioniert. Es ist gut. Je nachdem, wo wir uns befinden. Huch, ich gehe in die falsche Richtung. Je nachdem, wo wir uns befinden und was für Gegnertypen da rumrennen, kann das schon Sinn machen. Kann ich die nicht hier irgendwie mal? Doch, kann ich. War mir doch klar. Okay. Warte mal. Sind wir jetzt auf der... Ja, gut, okay. Nach links, ja? Eins der Zeichen. Ja, ich sehe schon. Rennt doch nicht weg! Mensch! Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Aha. Werden das vereinbart. Und ist das sicher, dass wir uns darauf verlassen können? Ich weiß nicht. Das wirkt auf mich ein bisschen verdächtig. Lass mal deine Zähne von Tifa hier. Der Einzige, der die anhakt, bin ich. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Aha, so, ein Gegengift. Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Auf einmal. Also bisher war er ja eigentlich immer ein bisschen sehr ruppig zu uns. So. Widerliche Schleuder! So, was haben wir denn hier? Nur kein Übermut. Eis ist wirksam, ha? Huh?
das hat doch Tifa, oder? Hier kommt Barrett! Es geht los! Hier, nachschlagen! Ja, hat sie. Entscheid jetzt! Zack! Hast du was von mir gelernt? Nicht wirklich. Naja, wie man es nimmt, ne? Sind wir nicht hier? Ach so. Nee, sind wir nicht runtergekommen. Ich wollte gerade fragen, ob wir nicht von hier gekommen sind, aber nein, sind wir nicht. Analyse. Bin mal so frei. Auch Eis, ha? Okay. Überlass das mir! Ja! Verwerfte! Jetzt versetzen! Nimm das! Nachschlagen! Verschlittere! Entscheide! Sehr gut! Ja, so fetzt das. Nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Diese ekelhaften Spinnweben hier, muss das denn sein? Ist ja fürchterbar. So. Verkacktes Terrarium, oder was? Bitte was? Ist ja riesig. Alter, was ist das denn? Nummer sich. Ah, scheiße. Warte mal. Auch Eis, ha? Huh? Okay, Tifa. Die Arbeit. Wieso kann ich denn hier? Achso, ich kann mir ja noch nicht umschalten auf was Stärkeres, ne? Komm, steh auf, Tifa! Na also. Futter, hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Scheint so. Mann, war das widerlich. Irgendwann oh. Leist wegen so einem Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Noch ein bisschen was für Tifa. Von den Dingern haben wir jede Menge. Da können wir ruhig mal ein bisschen was raushauen. Soll ich hier? Achso, ja, ich soll hier weiter. Okay, gut. Dann werden wir so verfahren. Kenne ich ja gar nichts. Oh, ich kann mich ja ausruhen. Ja, toll. Jetzt habe ich die ganzen Tränke genutzt. Ne? Und lass mich doch mal hierher. Danke. Naja. Wieder mal ein paar Tränke verschwendet und ja, naja, was soll's. So, hier können wir shoppen gehen. Was haben wir so Schönes? Heiltränke habe ich immer noch jede Menge. Das ist, warte mal. Was haben wir denn noch nicht? Toxin haben wir noch nicht. Dann hätte ich davon gern mal eins. Und hier ist jetzt wieder eins drin, oder was? Nee, okay. Drei Phönixfedern. Hätte mich jetzt aber fast nicht gewundert. Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Ist doch nicht hässlich. Ist doch niedlich, der Kleine. Seht mal. Shinra versucht wohl doch seelos zu werden. Aber ziemlich hart. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrochen? Damit ihr von uns die Mappe vollkriegen könnt? Hat doch alles keinen Sinn.
Schreite! Nachdem wir noch getan werden! Ja. Nur kein Übermut! Feuer. Ah, okay, na, da haben wir doch was dafür. Das war's auch schon mit dem, okay? Ja. Die Typen lassen sich offenbar alle ziemlich gut verbrennen, wie es aussieht. Gut, also die Züge sind noch nicht komplett angehalten, wie es aussieht. Im Gegenteil, es fahren immer mehr, habe ich das Gefühl. Aber wir nähern uns so langsam unserem Ziel. Das heißt, ich würde mal, während wir hier einen ruhigen Moment haben, die Episode beenden. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir relativ störungsfrei zu unserem Ziel gelangen können. Denn weit scheint es nicht mehr zu sein. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Haut rein!